war ja schnell zu Ende. So, jetzt haben wir die haben Musik den Anschluss verpasst. Ja, wir haben uns jetzt verquatscht und die Musik ist ausgelaufen. Und da war jetzt eine gewisse Stille. Stille ist manchmal auch gar nicht schlecht. Kommt gut ab und zu, ja, doch. Also genau. Ich genieße die Stille. So ein bisschen Ruhe zu finden, aber es muss nicht unbedingt ganz still sein, dass man gar nichts mehr hört. Ja, deswegen doch, ab und zu ist das auch gut. Ja, aber wir machen jetzt trotzdem weiter. Wir machen jetzt weiter. Ja. Ich dachte, ich könnte noch sowas essen. Ja, mach das. Ja. Ich rutsche ein bisschen, ist egal. Ja. Ich bin ja auch fertig. Wir sind total unprofessionell, wie immer. Das hat nachher so gegluckert. Wir haben aber nichts mehr vom normalen Leitungswasser. Nee, ich gehole. Ja. So, Angela. Ja. Du hast dir verschiedene Sachen, über das du ganz spontan sehr heftig reden möchtest. Das ist wahrscheinlich. Ich atme immer so aus, wenn so Sachen sind. Ja. Ja, also wir hatten ja nicht wirklich irgendwas festgemacht, und sondern haben gesagt, dass das ja heute dieses Maie wird. Und was momentan, ja, also ich beschäftige mich da eigentlich schon länger mit, aber so langsam kommt es doch tatsächlich auch in die, ja, in die allgemeine Öffentlichkeit, in die, ja, also ich habe mir das Schlagwort Blackout ausgesucht, und ja, da war jetzt zum Beispiel im Fokus noch letztes Jahr im Dezember ein Artikel drin, von wegen, weil es gibt ja so Leute, die vor einem Blackout warnen, und die haben dann mal so Faktencheck in Anführungszeichen gemacht. Das also ist ja auch so mit Blackout, Das totaler Stromausfall. Dass das Gas nicht mehr da ist. Nee, komplett, einfach nur Stromausfall. Strom. Aus welchen Gründen auch immer. Also und die haben dann mal Studien geguckt, von wegen, und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die Blackout-Wahrscheinlichkeit nur bei 0,003% liegen würde. Nur da hat sich dann mal auch jemand, das ist eine Stefan von Outdoor Chiemgau, der sei jetzt hier mal ganz schön gegrüßt. Ich habe mir zwar vorher nicht gefragt, ob ich hier ihn zitieren darf, aber ich denke, es wird damit einverstanden sein. Das habe ich mir nämlich heute Mittag gerade erst angeguckt gehabt. Der hat dann gesagt, er hatte mal nachgeguckt, was damit gemeint ist mit diesen 0,003%. Die kamen also bei einer Studie darauf, dass die Wahrscheinlichkeit eines, dass das Netz zu wenig Strom hat, bei ungefähr 15 Minuten liegt fürs ganze Jahr. Zu wenig produziert wird oder halt auch zu viel produziert wird, das sind 15 Minuten. Es reichen aber 3-4 Sekunden, dass ein Blackout entstehen kann, weil wir haben ja so ein 50 Hertz, also ja Hertz, ich glaube 50 Hertz muss das Stromnetz immer haben. Ja, ja. Und wenn es nur 49 Hertz hat, bricht alles zusammen. Und wenn es 51,5 hat, bricht es auch zusammen. Und das ist also eine ganz sensible Sache. Und die das Atomreaktoren und die Kernkraftwerke und die Kohlekraftwerke, die haben ja so eine Art Schwungräder, die haben ein stabiles Produkt. Also die können gleichmäßig Strom produzieren. Und Solaranlagen und Wind, die sind ja halt, das kommt ja immer drauf an, je nachdem wie viel Wind weht, ob die Sonne scheint oder ob es dunkel ist, haben die ja ganz unterschiedliche Produktionen. Und das muss dann immer austariert werden, dass das genau passt, weil Strom kannst du nur in Batterien und so speichern, aber der Strom, der im Moment produziert wird, der muss auch in dem Moment verbraucht werden. Du darfst nicht Überproduktion haben, die musst du dann sofort irgendwie anderweitig loswerden, weil sonst bricht das ganze Ding zusammen. Und genauso ist es, du musst auch genügend Strom erzeugen. Wenn dann viel Verbraucher da sind, muss der Strom dann auch da sein. Und dementsprechend wird das dann, solange du auf ganz vielen verschiedenen Füßen stehst, klappt das. Dann kann das immer so austariert werden. Wobei jetzt zum Beispiel im Jahr 2000, das nennt sich
Patch-Maßnahmen. Das sind so Eingriffe, die in dieses System gemacht werden müssen, damit es stabil bleibt. Mhm. Im Jahr 2000 hatten wir 6 Eingriffe im ganzen Jahr. Mhm. 2014 waren es dann schon 3400 Eingriffe im Jahr, die gemacht werden mussten, dass es stabil geblieben ist, das Netz, also nicht zusammenbricht. Mhm. 2021 hatten wir schon 8.636 Eingriffe im Jahr. Hier wo, bei uns? In Gesamtdeutschland. In Gesamtdeutschland. Ja. Mhm. Und ist da auch aufgeschlüsselt, wieso? Das sind durch Schwankungen. Also wo dann? Wieso hat es mehr geschwankt in den letzten Jahren? Weil mehr erneuerbare Energien dabei sind. Also das ist der Punkt. Ja, weil die liefern halt keine gleichmäßige Leistung. Und da müssen die immer wieder eingreifen, das eine dazuschalten oder wieder was abschalten. Oder ne, dann werden die Windräder stillgelegt, weil sie zu viel produzieren momentan. Und dann, das Schlimme ist jetzt dadurch, dass letztes Jahr, ich glaube, 10 Kraftwerke, Kohlekraftwerke abgeschaltet worden sind, also zum 31.12.21 und 3 Atomkraftwerke, haben wir jetzt dieses Jahr bis zum 2.5.2022 jetzt schon 6.436 Eingriffe gehabt. Dass der Strom stabil bleibt. Und auch jetzt schon 34 große Eingriffe, also da, wo mehr als 0,1 Hertz Schwankung war. Also wir sahen letztes Jahr, ich glaube am 8. Januar war das, letztes Jahr waren wir schon ganz, ganz knapp an einem Blackout vorbeigeschraubt und dann irgendwann im März, glaube ich, März, April nochmal. Und es ist halt unheimlich fragil, das Ganze. Und jetzt im Dezember, da war ja noch dieser Ukraine-Konflikt nicht so doll. Also es gab schon immer Konflikte, also seit 8 Jahren gibt es ja da schon Probleme. Aber jetzt durch den richtigen Krieg und diese Diskussionen, dass man jetzt dann auch das Gas nicht mehr haben will aus Russland, weil das ja böses Gas ist, kommen wir wirklich in eine Situation rein. Weil eigentlich hatte die Angela Merkel ja geplant gehabt, durch den Nord Stream 2 mehr Gas zu kriegen, um die Ausfälle durch die Atomkraftwerke, dass die abgeschaltet werden, und die Kohlekraftwerke abzuschalten, um das auszugleichen. Mhm. Dass man dann halt einfach mehr Gaskraftwerke benutzt. Ne? Mhm. Und das böse Gas aus Russland darf halt nicht verwendet werden, weil, wissen wir ja alles, was wir so erzählt kriegen von den Medien. Das bedeutet aber, das fällt auch weg. Das ist halt ein guter Stromausfall. Das ist ein guter Stromausfall. Weil wir bestrafen Putin dafür. Ja, genau. Da habe ich auch vor kurzem, das finde ich so ein richtig schönes Beispiel, jetzt um das zu erklären, wie das mit dem Gas. Man geht zum Bäcker und kauft ein Brötchen, bezahlt das, nimmt es aber nicht mit, weil man den Bäcker nicht leiden kann. Das ist ein böser Bäcker. So, und geht dann nach draußen. Und irgendjemand anderes kauft dann das Brötchen, das ich schon bezahlt habe, ist ja egal, dann verdient der Bäcker halt doppelt. Und weil ich aber trotzdem Hunger habe, werde ich dann von dem, der das Brötchen gekauft hat, das Brötchen dann vielleicht doch abkaufen, aber halt nicht vom Bäcker direkt, sondern halt sonst irgendwie, und bezahle dann das Brötchen, das ich schon bezahlt habe, dann nochmal. Ne? Also, ganz einfach. Ganz normal. Dann hast du es vom Guten gekauft. Genau, dann hat man es ja vom Guten gekauft. Ja. Aber was ich halt, es ist halt auch, was ich schon schlimm fand, das ist ja keine neue Sache mit dem Gas zum Beispiel. Das war 2020, war so im Ende, also Mitte, Ende Dezember, waren die Füllstände noch bei 78%. Wir haben ja gewisse Gasvorräte, so Lager, die wir verwenden können. 2021 war es um die gleiche Zeit nur noch bei 57%. Also die nehmen so auch schon ab. Also das geht schon ein bisschen länger. Es ist nicht erst seit diesem Jahr. Mhm. Ne? Also das kommt dann auch noch dazu, dass wenn man doch weiß,
man will umschalten, man will die Atomkraftwerke abschalten und die Kohlekraftwerke nicht mehr so haben, dann muss man doch im Vorfeld schon dafür sorgen, dass genügend Gas dann da ist, wenn es soweit ist, dass das übernehmen kann. Ist aber nicht da. Das war ja das ganze Problem bei dieser, wie soll ich schon sagen, Umstellung, dass die Atomkraft jetzt aus Deutschland raus soll, dass die Atomkraftwerke zugemacht werden sollen. Man wollte dann durch die alternativen Energien, Sonnenenergie, Windenergie, dieses auffangen, aber das funktioniert ja nicht. Und das musste man doch wissen, dass das nicht geht. Eigentlich müsste man das wissen. Also das war eigentlich alles hoppla hopp. Das war überhaupt nicht überlegt und nicht geplant. Nee, das sind halt so politische Entscheidungen, die getroffen werden, ohne vorher mit den Leuten zu reden, die Ahnung haben, die in dem Bereich arbeiten, die wissen, was Sache ist und die das Ganze umsetzen müssen. Mhm. Ne? Und die hätten nämlich dann gesagt, Leute, das geht so nicht. Ihr müsst dann erstmal die Strukturen schaffen, genötigen Speicher, Batterien, was auch immer, anschaffen, bevor ihr sowas macht, dass wenn wirklich viel Wind weht und die Sonne knallt, dass dann die Speicher voll gemacht werden, dass wir dann, wenn Dunkelflaute ist, Strom haben, ne? Dass das dann passt. Mhm. Weil ein Teil ist auch, dass die sich jetzt aufs Ausland verlassen. Von wem, wenn wir zu wenig produzieren, dann holen wir das aus Frankreich oder sonst woher. Französische Atom, genau, Atomstrom, das wird dann uns gesagt, das Problem ist nur, dass sogar die Franzosen momentan nur 50% ihrer Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke in Betrieb haben. Die verlassen sich nämlich auch auf die umliegenden Länder. Also das ist im Moment jeder Staat, egal, die sagen, wenn wir nicht genug haben, dann holen wir es halt aus dem Ausland. Wir sind ja ein großes Netz. Ne? Mhm. Viele europäische Länder hängen da drin. Ja, aber wenn bei einem von denen irgendwie mal was schief geht, und das kann ganz schnell gehen, also das kann ein Cyberangriff sein, das kann ein Terroranschlag sein. Da hatten wir ja auch die letzte Zeit einiges, was da wo mal so eine Leitung angezündet worden ist oder irgend so ein Verteiler, wo dann sabotiert wird. Das kann dir Europa lahmlegen. Mhm. Innerhalb von Sekunden. Mhm. Da ist auch keine Vorwarnung, da kann man sich nicht drauf vorbereiten in dem Sinne. Das ist dann da. Wie muss ich mir denn so ein Blackout vorstellen? Was passiert denn da eigentlich? Gut, ich meine, so kleinere Stromausfälle gibt es ja immer ja, wieder. Ja. Ne? Ist das dann wie in den Entwicklungsländern? Heute haben wir Strom von 10 bis 12? Nee, also bei einem Blackout, beim richtigen Blackout ist alles leer, alles aus. Das heißt, die Krankenhäuser, die Intensivstationen, alles? Die Krankenhäuser, die haben vielleicht, wenn es gut ist, glaube, die haben einen Notstrom. Notstrom, aber der geht auch nur 1-2 Tage. Ja. Nur wenn wirklich, sagen wir so, das mit ist Gas, ne? Nein, oder Diesel oder die halt haben so offenbar einen Generator. Ja. Weil als ich in der Klinik war, habe ich irgendwie gesehen, es gab da mehrere Steckdosen, die hatten verschiedene Farben und dann sagte man mir, das ist der Strom, das ist der Strom und bestimmte lebenserhaltende Systeme sind an einem anderen Strom dran, aber den habe ich ja zu Hause nicht. Und das hat auch jemand, der in Dialyse ist oder beim Arzt ist, nicht. In den Praxen haben die das ja nicht. Ja, also gut, es ist auch nicht so einfach. Das heißt, das würde alles weg. Fallen. Wenn es wirklich ein richtiger Blackout ist und nicht nur ein einfacher Stromausfall, weil Stromausfälle gibt es ja immer wieder, wenn mal irgendwas kurz hier ausfällt, aber das sind ja auch verschiedene Netzsysteme. Wir haben ja auch verschiedene, also das, was es mit fiel Blackout ja mal der Strom ist, aus in New York, kannst du dich erinnern? Nee, so alt war ich nicht. Okay, da bin ich schon furchtbar alt. Da gab es nachher ganz viele Kinder. Ja, das weißt du noch, siehst du? Das habe ich erzählt gekriegt. Ja, das sind Leute im Fahrstuhl stecken geblieben und die Feuerwehr, die war damit beschäftigt, die Leute aus den Fahrstühlen zu holen. Gut, da gab es aber auch noch nicht so viele Fahrstühle und da war auch noch nicht alles auf Strom umgestellt. Da gab es noch einige Sachen, die halt noch manuell funktionierten und so. Ja, aber das ist also halt... Man unsere muss Heizung, selbst wenn sie Heizöl ist, hat sie ja Stromregulation, und sie hört die auf. Das heißt, wir sitzen sofort kalt. Aber sofort kalt, sofort im Dunkeln, vor allen Dingen, was auch wichtig ist, auch unsere Wasserversorgung funktioniert. Richtig, alles elektrisch. Alles. Wir sind mittlerweile so stromabhängig mit allem, was wir haben, dass es echt ein Riesenproblem wird. Also früher hat man das Wasserbassin irgendwie relativ hoch vom Ort und dann war der Wasserdruck, ich versuche mir das einfach für Sie vorzustellen, dann war der Wasserdruck so, dass es einfach lief. Ja. Heute ist aber alles mit Pumpen und deshalb wird es nicht laufen. Richtig.
Oder innerhalb von kürzester Zeit halt nicht mehr. Bei uns war es auch so. Ja, also. Also es gibt Ausnahmen, Neuhütten, da läuft es weiter. Ja, da läuft es weiter. Kommt alle nach Neuhütten? Nein, also es gutes ist wichtig, Wasser. Man muss halt wissen, es gibt ja verschiedene Stufen, was die Stromversorgung angeht. Also es sind die, wenn die kleinen, also unsere 240 Volt. Oder? Man wollte heißt das, gell? Ja. Also das sind diese normalen Stromausfälle, wenn da irgendwo mal ein Baum umfällt und eine Leitung kappt und so. Das ist nichts Weltbewegendes, das kann man innerhalb von kürzester Zeit reparieren. Das ist okay. Wenn aber in den oberen Bereichen, also diese Starkstrom, wenn da was passiert, dann kann das eine Kaskade auslösen und dann steht wirklich Europa, ist dunkel. Und das für Wochen, weil das ist so ein schwieriges Netz, dass die müssen dann so langsam dann eins nach dem anderen wieder aufbauen und dann darf auch nicht gleichzeitig zu viel wieder angeschaltet werden, sonst knallt es nämlich gleich wieder raus. Und rate mal, wer zuerst funktioniert. Hm. Aber das sieht man doch. Das Radio. Wenn man jetzt nur die Situation mit dem Strom jetzt betrachtet, aber man kann ja darüber hinausgehen, in welchen Abhängigkeiten wir sind. Ja. Wir können ohne andere nicht leben. Wir sind nicht überlebensfähig. Richtig. Ob das jetzt der Strom ist, ob das das Wasser ist. Na gut, Wasser können wir vielleicht noch irgendwie aus dem Bach holen. Ja, bei uns. Ja. Oder Lebensmittel. Wer baut noch seine Lebensmittel Richtig. Selbst an? Die wenigsten. Ja. Die wenigsten haben auch den Platz, das zu und tun. Und wenn, bleiben wir beim Strom, wenn der Strom nicht mehr funktioniert, die armen Leute, die können dann ihre WhatsApp nicht mehr schicken, ne? Oh, ja. Oder Facebook posten, ne? Telefon, das ist eine Katastrophe. Ich habe letztens einen hier gehabt, der war völlig kopflos und panisch, weil sein Google-Account gesperrt war. Ja, das. Der hat das benutzt. Weil seine Tochter hat auf seinem Handy rumgedaddelt und hat dann irgendwo was gedrückt und dann war sein Google-Account gesperrt. Der war völlig aufgelöst. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, weil er Google als Navi benutzt hat. Ja, nicht nur, auch sonst auch. Alles Mögliche. Er hat alles über Google gemacht. Mhm. Und also wäre eigentlich die schlimmste Katastrophe bei Blackout, dass ich mein Handy nicht mehr aufladen kann. Ja, dann aber die Sendemasten existieren dann auch nicht mehr. Kannst du nicht mehr telefonieren? Ja, weil ich könnte keinen Notruf mehr senden nach einer Weile. Nein. Das, also nehmen wir mal die Flutkatastrophe in diesem Bereich. Wenn da nicht von außen Hilfe gekommen wäre, hätte ja auch keiner mehr telefonieren können, als die ganzen Netze kaputt waren. Ne? Ja. Oder sehe ich das Oder falsch? Solange das Handy funktioniert. Ja, bis es nicht mehr funktioniert, Aber wenn man das jetzt ausdehnt auf ganz Europa oder Eurasien und Ozeanien. Aber wir fühlen uns alle irgendwie als unabhängig, autark. Wir sind singulär, einzigartig. Wir brauchen die anderen alle nicht. Wir sind selbst. Der Schein trügt. Ja. Das ist ein Trugschluss. Ich wollte vorhin eigentlich nochmal drauf zurückkommen mit diesen Lebensmitteln, weil du gesagt hast, also man sollte schon für Vorräte haben. Gut, ich habe natürlich Opa-Sachen, zu Hause ist es nicht. Ja, aber wie gesagt, es war früher normal. Aber es ist aber so, dass zum Beispiel, was mich also wahnsinnig stört, dass guter Ackerboden, der gut, wirklich also guter Boden ist, bei uns hier ist ja ein Schiefer, steinig und alles, da ist ja eigentlich kein Boden in dem Sinn, den man gut beackern könnte, dass da zum Beispiel Pflanzen angebaut werden, die nachher in der Biogasanlage vergast werden, sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt also, wir nutzen guten Boden, guten Ackerboden für solche Dinge, anstatt dass da Weizen, Roggen, was weiß ich was, Tierfutter oder was auch immer, oder Mais oder was angepflanzt wird. Einfach Lebensmittel. Lebensmittel eben angepflanzt wird. Dann gibt es jetzt noch die neue Bestimmung, dass 4% der Flächen, die grüne 4, dass die 4% der Ackerflächen, nämlich das stilllegen sollen, ne? brach liegen sollen. So, und das jetzt in einer Zeit, wo es angeblich knapp ist, wird mit was weiß ich was alles. Ja. Ich weiß noch vor ein paar Jahren,
als es in Frankreich zum Beispiel, als man Frankreich umgestellt hat auf diese Biogasanlagen auch und dann auch die Äcker, es gab Subventionen für die Bauern, die für die Biogasanlagen angebaut haben. Die haben gesagt, oh klar, da brauchen wir nicht mehr großes Schaf oder was, dann brauchen wir uns nicht mehr bemühen, dann kriegen wir unser Geld und wir bauen das an und dann wird es in die Biogasanlagen gefahren. Dann wurde natürlich, wurde weniger Weizen angebaut und was war? Das Baguette ist teurer geworden. Unsere französischen Freunde, die haben gesagt, die Franzosen haben Angst zu verhungern, weil sie nicht, essen ja zu allen Baguetten, nur manchmal das abends. Und das muss man sich ja auch mal vorstellen. Das ist für mich, ist das also eine Vernichtung von Lebensmitteln. Und wenn man das nicht machen würde, wenn man das anders machen würde, anders regeln würde, dass man auf gutem Ackerboden Lebensmittel anbaut, dann wären wir aber auch nicht so abhängig. Ja. Aber wer kriegt die Subventionen? Die Subventionen von der EU kriegen die großen Bauern, die großflächig agieren und nicht die kleinen, die Biobauern oder die, die bodenschonend, sagen wir mal. Na, fürs Brachliegen lassen gibt es ja auch extra Geld. Das ist der Fehler und das ist die Entwicklung in den letzten, weiß ich wie viele Jahren, wenn man das mal verfolgt. Und jetzt ist die Panik groß. Ja. Das kannst du auch so schnell nicht mehr umstellen. Nein, aber du hättest nicht auch vor Jahren schon, das ist ja ist auch eine Sache, die sich schon länger entwickelt hat. Ja. Also wenn du dich mit Landwirten unterhältst, ne, was die für Steine in den Weg gelegt kriegen, um ihre Arbeit machen zu können, das ist unfassbar. Wahnsinn, es gibt wirklich so viele Bauern, die frustriert aufgegeben haben, weil sich ihre Arbeit überhaupt nicht mehr rechnet. Na, die kriegen die Preise vorgegeben, so ein Liter Milch oder das Kilo Fleisch, das muss billig sein. Ne? Und gerade hier in Deutschland werden so viele Auflagen gemacht und dann kriegst du aus dem Ausland Fleisch abgepackt, also vakuumiert, das wird dann noch irgendwie bestrahlt, damit es den langen Weg haltbar übersteht und so weiter und wird dann billig verkauft in den Discountern und deswegen, also das ist ein Irrsinn weltweit, was hier veranstaltet wird, was über Jahrzehnte sich aufgebaut hat, wo Leute, die halt Geld verdienen, dann ins Ausland ab, den Produktionen und so, das ist Irrsinn, das war mal irgendwo ein Beispiel, das ist schon Jahrzehnte, ich glaube, das ist schon 20 Jahre her, wo ich das mal erfahren habe, dass zum Beispiel an der Nordsee die Krabben gefangen werden, dann nach Afrika gebracht werden, dort gepoolt werden und dann wieder nach Deutschland zurück und da verkauft werden, dann in Dosen. Wo ist da der Sinn? Weil die Afrikaner billiger die Krabben gepoolt haben als die Ortsansässigen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann und es gibt so viele Beispiele, wo du sagst, es ist doch so hirnrissig, wo die ganze diese Wege zurückgelegt werden, weil es halt da noch 3 Cent billiger ist. Weltweit müssten die Leute immer überall das Gleiche verdienen, so, sozusagen, und dann würde sich das erledigen, wenn jeder den gleichen Stundenlohn überall hätte. Ja, und dann würde es vielleicht funktionieren. Und dann kommt noch das Problem, dass Lebensmittel an der Börse gehandelt werden. Ja. Und das spekuliert wird auf Missernten und so. Das ist ein Irrsinn. In Indien gibt es jetzt im Moment Riesenprobleme und die Leute, die können sich den Reis und was weiß ich was nicht kaufen, weil der zu teuer ist. Der wird verknappt und dann wird der teurer. Ja, da verbrennen dann komischerweise plötzlich zig Lebensmittellager beziehungsweise lebensmittelverarbeitende Fabriken, gehen in Flammen auf. Da fragt man sich wirklich, was ist hier los? Ja, es ist alles irgendwie... Sehr eigenartig. Weißt du, was für ich für ein Gefühl habe? Dass alles bröckelt. Ja. Wir haben uns eine... Ist ausgehöhlt. Genau, wir sind ausgehöhlt. Wir sind dekadent. Und irgendwann, das waren schon bei den Römer und überall, die dieses hatten, plötzlich hat nichts mehr funktioniert. Ja. Plötzlich ist das in sich zusammengebrochen. Und so ein Gefühl habe ich im Moment... Das ist ganz eigenartig. Ich denke immer, das ist also an alle Ecke und Enden, egal was das jetzt halt ist, ne?
Und dann geht die Gesellschaft noch flöten. Das ist das Allerschlimmste. Und genau da, denke ich mal, liegen auch gewisse Chancen. Also dadurch, dass es so kaputt geht, dass die Leute sich jetzt wieder mal auf sich selbst besinnen, auf die Nachbarschaft, ne, auf das direkte Umfeld und nicht, also durch die mediale Gesellschaft hast du ja überall die ganze Welt, hast du sofort im Zuhause gehabt. Ne? Tausende Facebook. Tausende, Freunde, ja, genau. Ne? Und du hast von allem und jedem was gewusst, aber was direkt vor deiner Tür passiert, hast du keine Ahnung. Ja. Ne? Ja. Dass das jetzt wieder ein bisschen, sag mal, nostalgisch zurückgeht. Dass die Ortschaften wieder, also wenn es wirklich so zusammenkracht und die Lieferketten zusammenfallen und nichts mehr kommt, dass die Leute dann wieder anfangen, selber anzubauen und sich gegenseitig zu helfen und unterstützen. Ich habe da Hoffnung, doch, muss ich wirklich sagen. Also ich sehe das nicht so schlimm. Es wird ja, für die starke Veränderung geben. Für die, ja, die, okay. Diese Veränderungen in die Richtung, die wäre natürlich nicht verkehrt. Nur bräuchte es jetzt nicht unbedingt so eine Panik vorher. Ja, aber so, ich glaube, das ist so bei der Menschheit ganz normal. Es gibt so eine Zeit der Katastrophen und das ist ganz, ganz schlimm. Und dann baut man alles auf und dann hast du einen Höhepunkt, wo alles toll ist und dann werden sie übermütig und dekadent und alles. Ja, ne? Wir lernen einfach nicht drauf. Eben, es ist immer wieder dasselbe. Man kann eigentlich sagen, die Menschheit, also der Homo sapiens, gibt es, wenn man es großzügig sieht, 2 Millionen Jahre lang. Wir haben vieles erreicht. Bis heute konkurrieren wir mit tollen technologischen Entwicklungen. Aber mental sind wir zurückgeblieben. Wir haben uns nicht weiterentwickelt. Das heißt, uns fehlt immer noch die Reife. Das ist das, was du vorhin gesagt hast, Juliane. Dass unser Gehirn immer noch reagiert, Angst und Flucht. Und dass es diese, wie nennt man das, diese Ur... wie nennt sich das? Es gibt übrigens noch eine dritte. Also Angst und Flucht sind die ersten beiden, aber es gibt noch den Schockzustand. Das ist dieses Erstarren. Das ist also dann das ganze Extrem, wenn du wirklich in einer ausweglosen Situation bist und weder flüchten kannst, noch angreifen kannst, dann fallen die Leute in eine Schockstarre. Ja, vielleicht ist das eine Lösung, um die Welt zu verbessern. Schockstarre. Vielleicht ist man ja schon dran. Bei manchen habe ich wirklich das Gefühl, dass sie sich in einer Art Schockstarre befinden. Also gar nichts mehr funktioniert. Ich bin da im Übrigen nicht deiner Meinung, Stefan. Was die Menschheit betrifft, weil ich glaube, dass im Moment alle Menschen angegriffen werden, die eine gewisse Reife haben. Das kann auch sein, Und die ihre Liebesfähigkeit jedem äußeren Zustand zum Trotz also weiter bewahren. Und für mich ist das, was so im Moment passiert, so ein Angriff von Normalis oder von durchschnittlich intelligenten, gebildeten Politikern gegen Menschen, die seit Jahrzehnten sich auf einem spirituellen Weg befinden, die aus dieser Angst heraus nie handeln wollen, die also auch dann in einen Schritt zurück tun und sich und meditieren und dann weitermachen. Also im Großen und Ganzen finde ich, dass die Leute, die wirklich Reife haben, ob sie jetzt bei den Intellektuellen zu suchen sind oder ein einfacher Hirte irgendwo, das ist nicht das, was ich meine, aber die eine gewisse menschliche Reife und Nähe haben und Liebesfähigkeit haben, die stehen im Moment alle unter Beschuss, dass sie sich anpassen an die Dummheit und anpassen an bestimmte Erzählungen und alle anderen sollen nicht geduldet werden. Und letzten Endes fühlt sich das für mich nicht gut an. Das ist wie, also wären wir im Krieg mit den Weisen im Land. Also es hat jede Gesellschaft meiner Ansicht nach Leute, die wirklich, denen man zuhören sollte. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass viele dieser
Leute, denen ich gerne zuhören würde, weil ich sie nicht nur für klug, sondern auch für weise halten, dass die ins Abseits gedrängt werden und zu dem offiziellen Narrativ nicht passen. Und plötzlich wundere ich mich, sie sind die Bösen. Was? Echt? Ist der Böse? Jetzt muss man, Juliane, ja, gebe ich dir recht, dass ich vielleicht das zu pauschal vorhin gesagt habe und dass man da differenzieren muss. Aber wenn die große Masse das bewirken soll, müsste ich der großen Masse genau die Intelligenz nachsagen können, die es bräuchte, um genau das tun zu können. Das tut sie aber nicht. Wer ist denn die Kraft, die die Intelligenz hat, es so auszunutzen, um den Krieg gegen die Intellektuellen oder die Nachdenkenden zu führen? Wer ist das? Wir wissen nicht, ob der große Bruder existiert. Nein, das wissen wir nicht. Das, können das wir nicht, kam aus dem ganzen kann, Buch nicht raus. Das, ja, okay. Ja, das ist ein okay, okay. Aber das ist eine interessante Frage, der sollte man wirklich nachgehen. Ja, das, ich denke, das hat auch nicht unbedingt immer was mit Intelligenz an sich zu tun. Also es kommt ja auch darauf an, was bekommst du an Informationen. Und wenn du gewisse Informationen einfach nicht mehr bekommst. Oder wo ist die Macht? Die Macht ist nicht gleichzusetzen mit Intelligenz. Nee. Ich hab hier mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Margaret und Alexander Mitscherlich. Die haben das geschrieben in den 60er Jahren schon. Und da steht zum Beispiel ein Satz drin, das sind wir gerade vor. Da geht es um die Politiker. Die Kunst des Politikers ist es, in den unvermeidlichen Täuschungsmanövern nicht der Selbsttäuschung zu erliegen. Ja. Also die Namen sind mir bekannt, aber ich bin nie in so hohe Gefilde von solchen Büchern. Das ist 60 Jahre her. Ja. Das war ein Psychoanalytiker. Die Unfähigkeit zu trauern. Ja. Okay. Und das rechnet sehr böse ab mit der. Also ich glaube, was bei der Situation einfach überhaupt nicht gesehen wird, ist, worüber ich auch erst gestolpert bin in den letzten 10 Jahren, welche Rolle es spielt, wie Affirmationen gesetzt werden. Hm. Ich habe mir vor 20, 30 Jahren schon überlegt, wie kann eine Regierung so intelligent sein und den Tabakfirmen aufoktroyieren, dass sie auf jede Tabakschachtel schreiben sollen, dieser Mensch soll jetzt bitteschön von Tabak sterben. Weil genau das steht da drauf. Also das ist tödlich. Schockierende Bilder so, mit genau. Der Verpackung, ja. Hat das jemals irgendjemand davon abgehalten zu rauchen? Nein. Hat das die Jugendlichen abgehalten, das auszuprobieren? Nein. Aber jeder, der vorbeigeht, kriegt diese Affirmation und was Affirmationen sind, sollte doch auch ein Politiker wissen, mit Tabak ist tödlich, Tabak ist tödlich, Tabak ist tödlich. So, und jetzt machen wir das mit allem anderen. Ja. Und Affirmationen muss man wiederholen. Und der geeignete Ort ist die Kasse. Die Kasse ist super, deshalb stehen die Tabakwaren mit dem Tod auch an der Kasse. Und jetzt stehen da aber auch noch Schilder. Bist du desinfiziert? Hast du 2 Meter Abstand? Hast du Maske auf? Hast du die Maske auf? Hast du an die Regeln gedacht? Ich gehe in den Fahrstuhl. Hast du daran gedacht, mit wie vielen Leuten du hier fahren darfst? Das heißt, wir überschütten diese Gesellschaft mit permanenten Affirmationen und die gehen direkt ins Unterbewusstsein. Ja. Wie es jede Werbung tut. Das heißt, für mich ist das eine Werbekampagne, auch wenn das völlig anders wirkt oder aussieht. Man kann auch sagen, es ist Propaganda. Es ist eine Werbekampagne und es wird permanent wiederholt, bis du es glaubst. Mm. Und du kannst dem nicht entrinnen. Und ich habe das Experiment. Ich war ja dann auch ein bisschen. Die haben ja beim ersten Lockdown verboten, dass ich in meine Hütte darf. Also es war viel zu gefährlich, ich muss in meiner Wohnung bleiben, ich darf nicht auf dem Campingplatz, wo sonst keiner war zu dem Zeitpunkt. Ich hätte die ja alle angesteckt, die nicht da waren. Die nicht da sind, ja. Ja. Genau, ja. Und ich habe mich dann wirklich mal nachher, als ich es durfte, das war dann schon Ende Mai, also beim ersten Lockdown, mich dahin zurückgezogen. Und nach der ersten Woche in der Natur
Und ohne, dass ich Zeitung las, ohne, dass ich habe auch mein Handy abgeschaltet, war die ganze Blase weg. Und ich war auf einmal ich selbst. Und ich dachte, guck mal, schönes Wetter. Ja, und so. Und dann war das weg und ich fühlte mich auch nicht mehr bedroht. Das heißt, dass wir uns so bedroht fühlen und in diesem Echsenhirn bleiben, hat damit zu tun, dass wir es überall hören und immer wieder und noch. Und dann wird die nächste Nachricht rein und dann wird da noch eins reingefüttert. Und das heißt, wir schwimmen in einem Meer an Affirmationen und tauchen da einfach nicht mehr auf zu uns selber. Und diese Menschen, die uns dann angreifen, weil wir vielleicht kommen, ich komme aus der Natur, ach echt, ist schon wieder was Neues bekannt, ach jetzt ist das so, ja okay. Und die mich dann angreifen, weil ich dann nicht was gemacht habe, die sind einfach nur völlig unter diesem Druck. Wie hypnotisiert, also für mich ist nicht Propaganda, für mich ist es Hypnose. Ja. Ich habe mal an manchen Tagen ich gedacht, okay, wenn ich jetzt das Wort wüsste, so in der Bühnenshow, ne? Ja. So am Ende sagt er doch immer das eine so, Wort und genau, schnickt mit dem Finger und ich würde durch die Stadt gehen und nur mit dem Finger schnippen. Ja. Das war eine Zeit lang, das ist dann plötzlich total verschwunden in diesen alternativen Medien, also nicht in den offiziellen. Das ist, was uns passiert im Moment, also nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit, ist eine Massenhypnose, die durch dieses ständige Einhämmern, wenn ich bin noch nie hypnotisiert worden, ich habe so ein dann müssen also wir das mal machen, sondern ständig dieses, du wirst ein Krittel, du stellst dich an die Wahl, also so war das bei mir, dass ich war dann nicht geschlafen, ich war nicht, also nicht weg, sondern ich war alles normal gesehen. Und dann stelle ich an die Wand und jetzt spürst du die Wand und jetzt werden die Beine und die Arme werden leicht und so. Und dann, ich war nicht weg, aber das war ein eigenartiger Zustand. Aber jetzt stellen wir sich mal vor, diese richtige Hypnose, ne, dass das ja richtig, das ist ja auch so, schließt die Augen und jetzt machst du das und jetzt atmest du das und so und so und so. Ich weiß es nicht, aber so. Aber so ist es doch auch jetzt. Du kriegst ständig das ins Hirn geballert von überall, an jedem Ding, wann der hängen Masken oder hingen. Und wie wenn man das nicht sonst schon selber wüsste, dass es so ist. Jetzt noch, wenn man irgendwo hingeht, Sparkasse in Otzenhausen, hängt die Maske. Darfst du ohne Maske nicht rein. Das ist aber... Da war ich mal zum Geldautomat und dann anderen Maske kommen, richtig voll Montur und gucke mich dann an, als ob ich sie jetzt umbringen würde. Ja, weil ich dieses blöde Ding nicht umbringe. Du bist ein potenzieller Mörder. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, in unser Haus kommt ihr nur mit Maske, dann müsst ihr schon dran halten, wenn ihr kommen wollt. Ja, es ist erstaunlich. Also wenn man den Menschen seine Freiheit nimmt, dann ist erstmal ein Aufschrei da. Mhm. Wenn er länger an diese Unfreiheit gewöhnt wird, dann will er seine Unfreiheit nicht mehr verlassen. Ja, weil da hat... Habe ich auch noch ein schönes, das ist Bruno Latour. Das ist ein französischer Philosoph. er bezeichnet das oder vergleicht es mit einem Termitenbau. Ja, in diesem Termitenbau ist gut, alles organisiert. Und es ist schön warm und man ist geschützt. Und wenn man sich in diese Wildnis begibt, aus seinem Termitenbau raus, dann nimmt man seinen Termitenbau mit. Das heißt, man nimmt seine Unfreiheit mit, um sich geschützt zu fühlen. Okay. Ich bin tief beeindruckt von den Termiten. die haben wirklich ein sehr ausgeklügeltes... Klimasystem. Da ist immer die gleiche Temperatur. Es ist oft so, wenn die Leute dann irgendwo hinfahren, muss es sein, wieder heim. Ne? So ähnlich ist es. Ja, stimmt. Okay. Oder sind auch die Leute, die allein im Auto sitzen und trotzdem die Maske aufhaben oder alleine joggen gehen und die Maske aufhaben, wo ich dann auch denke, also, wir gehen immer ohne Sauerstoffmangel. Sauerstoff. Das Ding ist halt, dass sie für sie das tatsächlich ihre Rettung bedeutet. Ja. Und ich kann ja keinen irgendwie deshalb verurteilen. Nein. Ne? Das ist. Nee. Ich bin dann eher hilflos einfach.
wenn ich im Sommer also durch ein Dorf fahre und sehe den einzigen Mann, der da unterwegs ist, mit Maske laufen. Und dieses Dorf ist bekanntlich ein Luftkurort. Mhm. Und eigentlich müsste dieser Mann, wenn er dort lebt, wissen, dass er in einem Luftkurort lebt. Und er trägt die Maske. Ja. Und soll ich anhalten, ihn fragen, ob es ihm gut ist? Der wird sich bedroht fühlen von mir, wenn ich aussteige und habe keine Maske. Er würde dich auch nicht verstehen. Nein. Ja. Das muss man akzeptieren. Ja. Tue ich. Also ich habe noch nie jemanden angegriffen, weil er eine Maske auf hat. Nein, das auch nicht. Nein, also oder gefragt, warum man ja viele Leute eine Maske tragen. Ist okay, es ist eine freie Entscheidung. Aber ich habe sogar dann immer gefragt, was brauchst du, damit du keine Angst hast? Ja. Weil das ist mir das Allerwichtigste, dass jemand im Umgang mit mir keine Angst hat. Mhm. Ich habe umgekehrt keine Angst, aber wenn ich dir Angst mache, weil du meine Nase siehst, ziehe ich halt was an. Ja, also solange es gesetzlich vorgeschrieben war, habe ich das auch gemacht. Widerwillig, aber ich habe es getan, eben weil ich nicht andere Leute brüskieren wollte. Aber jetzt ist es nicht vorgeschrieben und dann sehe ich es auch nicht ein, warum ich das anziehen soll, weil ich weiß, dass das Ding nichts bringt. Auch davon nicht, bin ich auch überzeugt. Also, aber Angela, jetzt, dann bist du ein trotzig dreinblickendes Alpha-Weibchen. Ja, so ähnlich. Jawohl, Gott. 1,80 Meter groß. Komm her. Ja. Zu groß bist du auch. Okay, gut. Machen wir mal Musik. Ich glaube, es wäre mal also gut. Passend zu diesen, ja, doch, kommt Szenarien hin. Und habe ich jetzt. Wir sind ja ganz vom Strom abgekommen. Zwar, ja, machen wir mal ein Blackout. Jetzt machen wir. Reinhard May. Ja. Und zwar das Narrenschiff. Das Narrenschiff. Für das Narrenschiff. Sehr schön. So. Quecksilber fällt, die Zeichen stehen auf Sturm. Nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm. Und ein dumpfes Mahnen grollt aus der Maschine. Und Rollen und Stampfen und schwere See. Die Bordkapelle spielt Humba, Täterä. Und ein irres Lachen dringt aus der Latrine. Die Ladung ist faul, die Papiere fingiert. Die Lenzpumpen leck und die Schotten blockiert. Die Luken weit offen und alle Alarmglocken läuten. Die Seen schlagen Mannshoch in den Laderaum und Helmsfeuer züngeln vom Ladebaum. Doch keiner an Bord vermag die Zeichen zu deuten. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschine ist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klapautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Tummeln sich Tölpel und Einfallspinsel. Im Trüben fischt der scharf gezahnte Hai, bringt seinen Fang ins Trockene an der Steuer vorbei, auf die Sandbank bei der wohlbekannten Schatzinsel. Die anderen Zuhälter und Geldwäscher, die warten schon. Bordellkönig, Spielautomatenbaron, im hellen Licht, niemand muss sich im Dunkeln rumdrücken. In der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident die Scham verloren hat und keine Skrupel kennt, sich mit dem Steuerdiebengefolge zu schmücken. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschine ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klapautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Man hat sich arrangiert,
all die hohen Ideale sind havariert und der große Rebell, der nicht müd wurde zu streiten, mutiert zu einem servilen Giftchen-Gnom und singt lampfromm vor dem schlimmen alten Mann in Rom seine Lieder. Für Wahres ändern sich die Zeiten. Einst junge Wilde sind gefügig, fromm und zahm, gekauft, narkotisiert und flügellahm, tauschen Samtpfötchen für die einst so scharfen Klauen. Und eitle Kreise präsentieren sich keck mit immer viel zu jungen Frauen auf dem Oberdeck, die ihre schlaffen Glieder wärmen und ihnen das Essen vorkauen. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfer Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff voller Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Paragraphen mischt er die gezinkten Kanten. Und jeder kann es sehen, aber alle sehen weg. Und der Dunkelmann kommt aus seinem Versteck und dielt unter aller Augen vor dem Kindergarten. Der Ausgekuff vom höchsten Mast entzeit in sich, doch sie sind wie versteinert, sie hören ihn nicht. Sie ziehen wie Lemminge in willenlosen Horden. Es ist, als hätten alle den Verstand verloren, sich zum Niedergang und zum Verfall verschworen. Und ein Irrlicht ist ihr Leuchtfeuer geworden. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfer Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfer Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff vor der Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. So, das war das Narrenschiff und ja, es ist irgendwie alles närrisch, nicht im Fastnachtssinne, aber verrückt und